Hallo ihr Lieben, ich möchte heute mit euch wieder ein bisschen quatschen. Und zwar fragen mich ganz, ganz viele von euch immer wieder, ob ich Angst vor der Geburt habe. Und um diese Frage soll es sich jetzt drehen. Ich habe ja schon ein Kind bekommen und ich denke mal, deswegen ist das auch wirklich sehr, sehr anders, als wenn man sein erstes Kind erwartet, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt und wie das abläuft. Und deswegen dachte ich, ich spreche mit euch trotzdem mal drüber. Und freue mich natürlich auch über einen Erfahrungsaustausch mit euch. Egal, ob ihr zum ersten Mal Mama werdet oder zum zweiten oder zum dritten Mal. Oder ob ihr vielleicht gar keine Kinder haben wollt. Ich freue mich, wenn ihr einfach mitredet und mir eure Erfahrungen dann da lasst. Und ja, fangen wir also erstmal an. Grundsätzlich die Frage, hast du Angst vor der Geburt? Nein, ehrlich gesagt habe ich keine Angst vor der Geburt. Ich habe mir im Vornherein wirklich viele Gedanken gemacht und es gibt natürlich immer so Momente, wo ich mir denke, boah, das tat ja wirklich schon echt weh und ich meine, es tut wirklich weh, da wollen wir uns mal gar nichts vormachen. Eine Geburt ist wirklich extrem schmerzhaft und extrem anstrengend und man hat zwischendurch definitiv Phasen, in denen man keine Lust mehr hat und in denen man alles dafür tun würde, dass das Ganze jetzt aufhört. Aber natürlich weiß man auch, man kommt nicht raus, beziehungsweise das Baby muss raus, aber man kann es halt einfach nicht ändern. Und das ist halt wirklich manchmal ein ziemlich, das ist so ein Gedanke, wenn ich daran denke, ja, dann natürlich hätte jeder gerne eine schmerzfreie Geburt. Und ich glaube auch, dass das irgendwie möglich ist, wenn man sich da so hinein vertieft. Und es gibt ja dieses Hypnobirthing, was ich auch sehr, sehr interessant finde. Im Großen und Ganzen weiß halt jeder, eine Geburt ist extrem schmerzvoll und ist definitiv was, wovor man gerne auch mal Angst oder Respekt haben darf. Bei mir, wie gesagt, ich habe ja nun schon ein Kind bekommen und ich hatte eigentlich, wenn ich es jetzt so im Nachhinein betrachte, eine recht angenehme Geburt, aber eine heftige, finde ich. Also, sie war angenehm dadurch, dass es wirklich kurz war. Ich habe Emil innerhalb von 4 Stunden bekommen. Also mir ist nachts 11:30 ist mir die Fruchtblase geplatzt und morgens um 4 war der Emil dann da. Und um 12 waren wir im Krankenhaus. Also ich war wirklich 4 Stunden im Krankenhaus und dann war er da. Und das ist natürlich fürs erste Kind extrem kurz. Und deswegen, darüber bin ich auch wirklich sehr, sehr froh. Weil wenn ich mir überlege, dass manche Frauen wirklich 24 Stunden, 36 Stunden in den Wehen liegen, das ist für mich, das ist irgendwie was, davor habe ich Angst. Dass es wirklich lange dauert oder dass es nicht mehr weitergeht. Aber davor, nicht davor überhaupt das Kind zu kriegen. Ich habe außerdem irgendwie Angst davor, ich habe, wie gesagt, bei Emil, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich habe mir auch keine Notizen gemacht oder so. Also bei Emil, ist ja die Geburt, wie gesagt, an sich komplikationslos gelaufen. Aber ich habe wirklich einige Geburtsverletzungen davongetragen. Also das heißt, ich hatte Scheidenrisse und innere Scheidenrisse und auch einen kleinen Dammriss. Aber der war wirklich so gut wie gar nicht schlimm. Aber eben Scheidenrisse zweiten Grades und es ist halt eben innen im Gewebe und das musste dann auch genäht werden und das war sehr, sehr unangenehm und das gab dann danach auch noch Komplikationen. Und das ist was, davor habe ich Angst. Ich habe einfach Angst vor den Schmerzen, die ich danach hatte, als das Baby schon da war. Weil das ist viel, viel schlimmer irgendwie, wenn man sich dann nicht so um sein Kind kümmern kann, wie man das möchte, als überhaupt das Kind zu kriegen. Also für mich. Ich würde 10-mal lieber nochmal das Baby, die Wehen ertragen und das Baby rauspressen, als danach wieder solche Probleme zu haben und nicht laufen und nicht sitzen und nicht stehen zu können, weil das da halt eben nicht so richtig verheilt oder sonst irgendwas. Das ist wirklich was, davor habe ich Angst und das wünsche ich auch wirklich keiner Mama. Aber vor der Geburt, wie gesagt, an sich habe ich keine Angst, weil ich mich wirklich sicher fühle. Wie ihr wisst, wollen wir im Geburtshaus entbinden und das ist eine Sache, die beruhigt mich extrem. Dass ich davon ausgehen kann, ich kann so entbinden, wie ich es möchte und ich möchte ja, wie gesagt, im Geburtshaus entbinden. Und da fühle ich mich super aufgehoben, die Hebamme ist echt wirklich richtig nett. Ich fühle mich auch irgendwie nicht unzureichend vorbereitet oder so. Ich habe keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht,
Aber trotzdem denke ich, dass ich recht gut vorbereitet bin. Und ja, ich hoffe natürlich, dass alles gut geht. Ich fühle mich eigentlich wirklich gut aufgehoben und wirklich sicher in meiner Sache irgendwie. Es ist jetzt zurzeit sogar eher so, dass ich mich schon so ein bisschen drauf freue, wann es denn endlich losgeht und dass die Vorfreude wirklich so doll wächst. Ich bin jetzt übrigens in der 36. Schwangerschaftswoche. Wenn ihr das Video seht, werde ich schon weiter sein. Das spielt ja erstmal keine Rolle. Jetzt sind es noch 4 Wochen ungefähr. Und es ist wirklich so, dass ich ja mit Vorfreude eigentlich darauf warte, dass es losgeht und dass die Kleine dann kommt. Und ich weiß auch, dass ich, wie gesagt, ich brauche halt einfach keine Angst irgendwie davor zu haben, weil ich weiß, wie es abläuft. Also weil ich weiß, wie sich's anfühlt und ich habe wirklich die Schmerzen von Emis Geburt nicht vergessen. Alle sagen irgendwie immer, das vergisst man ganz schnell, aber ich kann mich da trotzdem noch sehr gut dran erinnern. Dennoch, ja, fühle ich mich wirklich gut dabei, wenn ich an die Geburt denke. Und ich freue mich darauf, dass ich wirklich höchstwahrscheinlich im Wasser entbinden kann, wenn es natürlich nicht ja, irgendwelche Komplikationen oder sowas gibt. Und natürlich hat man immer so ein bisschen im Hinterkopf, aber was ist, wenn irgendwas ist? Und diese Gedanken hat wahrscheinlich jede Mama und davor hat wahrscheinlich auch jede Mama immer so ein bisschen Herzkribbeln und Herzrasen, aber ich denke darüber einfach so wenig wie möglich nach, sodass ich mich da auch so wenig wie möglich verrückt mache. Weil, wie ich schon gesagt habe, das Kind muss auf jeden Fall raus. Deswegen versuche ich mich da so wenig wie möglich irgendwie verrückt zu machen. Wovor ich auch ein bisschen Angst habe, ist, dass, also ich hätte riesengroße Angst vor einem Kaiserschnitt. Wenn jetzt also die Geburt irgendwie nicht so läuft wie geplant oder wenn da irgendwas passiert und es ist ein Kaiserschnitt nötig, dann weiß ich hundertprozentig, werde ich davor extrem große Angst haben. Ich hasse Narkosen. Ich kann damit einfach überhaupt gar nicht umgehen. Egal, ob es eine Vollnarkose ist oder nur eine Teilbetäubung oder was auch immer. Sobald irgendjemand da mich in irgendeiner Weise ausschaltet, kriege ich total Panik. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz furchtbarer Gedanke, da irgendwie nicht Herr seiner selbst zu sein und nicht Herr über seinen Körper und über seine Gliedmaßen und über was weiß ich nicht alles zu sein. Das ist für mich ganz, ganz grausam und ganz, ganz furchtbar, diese Vorstellung. Und das ist wirklich was, davor habe ich auch extrem Angst. Und ich hoffe und bete wirklich, dass es nicht so weit kommt und dass ich mein Kind einfach ganz normal bekommen kann. Weil dann nehme ich die Schmerzen gerne in Kauf und habe dafür wirklich aber trotzdem irgendwie alles selbst unter Kontrolle. Ja, deswegen würde ich auch, also schließe ich für mich auch eine PDA zum Beispiel komplett aus. Und deswegen habe ich auch vor der PDA keine Angst. Im Prinzip, die Frage, hast du Angst vor der Geburt, kann ich nur mit Nein beantworten. Weil, wie gesagt, dieser Geburtsvorgang an sich macht mir überhaupt keine Angst. Ja. Natürlich hat man Respekt davor und natürlich freue ich mich dann auch währenddessen nicht, wenn ich dann Schmerzen habe. Aber ich weiß einfach, dass es sich lohnt und deswegen weiß ich so ein bisschen, was mich erwartet. Und ja, deswegen ist es halt wirklich einfach so, dass ich mich eher drauf freue und jetzt wirklich gespannt bin, wann es denn wohl losgeht. Ich hoffe natürlich, sie bleibt noch 2-3 Wochen drin, aber wir werden es sehen. Ja. Ich gehe also eigentlich relativ entspannt an die ganze Sache ran. Das Wichtigste ist wirklich, dass man sich mit seinen Entscheidungen, die man für die Geburt getroffen hat, wohlfühlt. Wichtig finde ich auch, dass man sich wohlfühlen kann, das Ganze eben aufzuschreiben oder dem Partner zu sagen oder irgendwie sonst jemandem mitzuteilen, damit in der Situation wirklich jemand Bescheid weiß und dass das irgendwo steht, was ihr euch wünscht beziehungsweise was gar nicht für euch in Frage kommt. Das ist wirklich eine große Hilfe, damit ihr euch sicher fühlt und das nimmt dann auch so ein bisschen den Druck raus irgendwie vor der Geburt, weil man setzt sich ja schon irgendwie so ein bisschen, wenn es dann dem Ende zugeht, so ein bisschen unter Druck und denkt die ganze Zeit drüber nach, wann es wohl losgeht und ob man richtig vorbereitet ist und was einen wohl erwartet und sowas. Und deswegen finde ich, ist es wirklich eine gute Sache und das hätte ich bei Emi auch machen sollen, habe ich aber leider nicht, sich da wirklich ausführlich mit jemandem zu unterhalten, der dann mitkommt. Oder das eben wirklich auf dem Zettel zu schreiben, vorher der Hebamme zu geben, der Ärztin zu geben, damit die eben wirklich wissen, was ihr euch wünscht, damit ihr dann halt auch im Nachhinein zufrieden sein könnt. Und damit würde ich sagen, können wir das Video erstmal beenden. Ja,
wenn euch da jetzt noch irgendwas anderes interessiert, könnt ihr mir natürlich immer gern Fragen in die Kommentare stellen. Was ich allerdings noch mal kurz dazu sagen wollte, ich kann euch leider nur antworten, wenn ihr irgendwie diesen Google Plus Account habt. Das heißt, manche von euch stellen mir ganz, ganz, ganz viele Fragen, aber ich kann leider nicht antworten, weil ihr diesen Account nicht habt. Und dann gibt es für mich gar keine Möglichkeit, irgendwie auf euren Kommentar zu reagieren. Und das ist dann natürlich schade, weil ich kann euch auch nicht sagen, dass ich euch nicht antworten kann. Seid mir da nicht böse, wenn ich da nicht antworten kann oder so. Ich bemühe mich sonst wirklich, alle Fragen zu beantworten. Und deswegen fühlt euch frei, wirklich alles auszusprechen und fragt mich gern. Ich versuche dann alles, so gut es geht, zu beantworten. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ihr hattet Spaß, beziehungsweise es war interessant zuzuhören. Und dann verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!